Wie schon angekündigt, waren wir auch bei den großen Feierlichkeiten, die stattgefunden haben. Viele Gemeinden in der Region haben Jubiläen gefeiert, so auch die Stadtgemeinde Zeltweg. Vor 150 Jahren ist Zeltweg eine eigenständige Gemeinde geworden und hat sich von Fohnsdorf losgelöst. Und 875 Jahre ist es jetzt her, dass Zeltweg erstmals urkundlich erwähnt worden ist. Das war natürlich Grund genug für ein großes Jubiläumsfest und einen großartigen Festakt, der im Volksheim Zeltweg stattgefunden hat. Wir waren für Sie dabei. Zeltweg feiert in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen. Die Stadterhebung vor 150 Jahren und die erstmalige Erwähnung vor 875 Jahren. Dazu lud die Stadtgemeinde Ehrengäste und Bürger der Stadt und der Region zum großen Festakt ins Volksheim und anschließend zum gemeinsamen Stadtfest. Den schwungvollen Auftakt zur Veranstaltung bildete das eigens komponierte Zeltweglied »A Stadt zum Leben, a Heimatgefühl«. Die Geschichte der Stadt Zeltweg ließ Stadtamtsdirektor Robert Maurer gemeinsam mit Moderatorin Nina Sturm anschaulich Revue passieren. Historiker Wolfgang Hager bot ebenso einen Rückblick auf die dynamische Entwicklung der Stadt. Inmitten der niederen Tauern und im Herzen des oberen Murtals gelegen, ist Zeltweg eine noch junge Stadt mit einer langen Geschichte, die bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht. Als gewachsene Industriestadt weist sie sowohl für große Unternehmen als auch für Klein- und Mittelbetriebe eine immense Attraktivität auf. Ja, es ist ein großartiges Jubiläum, das heute gefeiert wird. 150 Jahre selbstständige Gemeinde, 875 Jahre urkundliche Erwähnung, erstmalige, eine Geschichte, wie mir heute auszugsweise gehört habe, die sehr bewegt war, die aber aufgezeigt hat, was möglich ist bei uns in der Steiermark. Und hier in Zeltweg, muss man sagen, ist ja sehr viel entstanden in den letzten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, von der Industrialisierung begonnen. Heute ist Zeltweg eine Stadt, wo man sich sehr wohl fühlt, alles vorhanden ist für die Bürgerinnen und Bürger. Da kann man dem Herrn Bürgermeister und vor allem auch seinen Vorgängern nur herzlich gratulieren. Zeltweg ist wirklich eine liebenswerte Stadt. Ich bin sehr gern hergefahren, weil Zeltweg einfach in der Steiermark steht für Sport, für Bildung, für Kultur, aber auch Industrie und das alles sehr erfolgreich. Wenn ich denke, ich bin sehr Auto interessiert und das erste Formel 1 Rennen hat hier in Zeltweg am Flughafen stattgefunden. Bürgermeister Günter Reichhold ist Zeltweger aus und voller Leidenschaft. Absolut verwurzelt, wie gesagt, die Urgroßeltern, die Großeltern, meine Eltern, wir sind alle da in Zeltweg geboren und dadurch auch diese Verwurzelung und diese mich freut es einfach, wenn wir mehr für die Menschen was machen können und wenn wir was bewegen können und die Lebenssituation von jedem Einzelnen irgendwie nur in irgendeiner Art und Weise zu verbessern. Und was lieben Sie persönlich besonders an Zeltweg? Gibt es da spezielle Plätze, die Sie gerne haben oder Orte? Ja, das fange ich da früher an, wenn ich aufwache und ich schaue auf dem Hausberg, auf dem Grössing, Richtung Weißkirchen, dann ist das auch schon irgendwie der erste Moment, wo ich sage, in so einer schönen Region erleben wir. Dann ein bisschen rechts, wenn ich aufstehe, rechter Hand sind dann die Seetaler Alpen mit dem Zierwitz und dann drehe ich mich nach und dann schaue ich Richtung Zinken und Seckauer Alpen. Also es ist einfach die Region und wenn man sagt Zeltweg, wenn man das beschreibt, auf 8,67 Quadratkilometer, diese kleine Gemeinde, diese kleine Stadt, wo so viele Naherholungsbereiche hat, mit der Autaler Teiche, mit Turnerhütteln, mit Leingerwald, mit dem Pfaffendorfer Waldlehrpfad und den Stadtpark Grössingpark. Ein gemeinsamer Spaziergang mit musikalischer Begleitung der Werkskapelle rundete die Feierlichkeiten ab. Anlässlich der Jubiläen gab es nach dem Festakt ein Platzkonzert der Partnerstadt Enns und einen feierlichen Bieranstich. Doch damit nicht genug. Das große Jubiläumsfest am Hauptplatz ließen sich unter anderem auch Jazz Kitty sowie A3 and Friends, Steirerseiten und Alena nicht entgehen. Gefeiert wurde noch bis in die späten Abendstunden. Denn Feste soll man feiern, wie sie fallen. Dankeschön! Oh, das ist Zeltweg.
Zeltweg, eine lebenswerte Stadt im Herzen des Murtals.